war. Ich habe so getan, als hätte ich die Person einfach nicht gesehen. Ich habe einfach so zur Seite geguckt. Geil. Euch erzähle ich jetzt nicht, wer das war. Aber der Millie erzähle ich es gleich. Bitte helfen Sie mir, ich bin eingeschmeckt in einer Keksfabrik. Nein! Ich habe keine Luft mit meinem Helm auf dem Kopf. Wer atmest du durch den Kopf oder was? Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Leute, was geht ab? Back to a new vlog. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute haben wir Samstag. Ich dachte, ich vlogge für euch. Der Vlog kommt morgen online, also brandaktuell. Ich wollte eigentlich schon ein bisschen früher anfangen zu filmen, aber ich habe es vergessen. Es ist jetzt schon Nachmittag. Ich war heute morgen schon mit meiner Mama weg. Wir haben zusammen gefrühstückt. Dann habe ich noch Grey's Anatomy geguckt. Ich bin jetzt fast damit durch. Und dann bin ich einfach eingeschlafen mit meiner Brille. Super. Ich werde mich jetzt gleich ready machen. Schaut mal, ich habe da hinten neues Licht. Für meine Videos, die ich dann wieder am Sitzen mache, freue ich mich voll drauf. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt ready machen. Dann fahre ich zu Millie. Und dann chillen wir ein bisschen. Machen TikToks, Fotos eventuell. Und gehen wir mit unseren anderen Friends zusammen essen, weil Felix hat heute Geburtstag. Und deswegen sehen wir uns heute alle. Ich freue mich mega drauf, alle wiederzusehen. Weil wir wohnen ja alle ein bisschen weit auseinander. Und deswegen. So casual. Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. How to keep the heat when it gets colder? You know. Sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. They just keep on getting much darker. Even when I'm down in the lower, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. Jetzt ready gemacht. Ich trage einen Top, weil wir ja essen gehen nachher und ich weiß jetzt schon, meine Haare würden mich sonst stören, deswegen gleich zumachen. ich habe jetzt mein Outfit auch an, aber irgendwie einfach diesen Pulli an. Sieht aus, als hätte ich voll den Streifen da, habe ich aber eigentlich nicht. Und habe so ein Hemd drunter und eigentlich wollte ich mein rotes Hemd da drunter ziehen, aber ich finde das nicht, deswegen habe ich das an, eine schwarze Hose. Der Kragen sitzt so komisch. Egal. Dazu ziehe ich einfach meine Yeezys an, Winterjacke und fertig bin ich. Ja, ich fahre jetzt auch gleich los, wie gesagt. Wer hat sich dazu entschieden, was anderes anzuziehen? Moi. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat mir mein Outfit nicht gefallen. Ich weiß, ich hätte mich da drin unwohl gefühlt. Deshalb
Happy Shannon, das ist, ich packe jetzt hier meine 7 Sachen und dann fahre ich jetzt wirklich los gleich. Noch ein bisschen Parfüm. Ah, Junge, heute geht wieder alles schief. Ich hätte heute eigentlich ein Paket bekommen sollen. Ist natürlich nicht angekommen, kommt jetzt erst am Montag, fuckt mich übel ab. Am Dienstag geht es für mich übrigens nach Berlin zur Fashion Week. Da freue ich mich schon drauf. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles. Hat man jetzt unten? Ja, achso, Licht ausmachen vielleicht. Ich muss jetzt vorher nochmal schnell zur Rewe und zur Tankstelle. Also es dauert eh noch, wie das aussieht in dem Licht, Alter. Dauert eh noch ein bisschen, bis ich dann da bin. So, Friends, ich bin jetzt angekommen. Was mache ich? Ess direkt. Wir rauchen jetzt gleich Shisha. Und ich habe vorhin, also ich war in der Tankstelle. Und da habe ich jemanden gesehen. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden seht, den ihr gar nicht sehen wollt? So ging mir das. War super. Ich habe so getan, als hätte ich die Person einfach nicht gesehen. Ich habe einfach so zur Seite geguckt. Geil. Euch erzähle ich jetzt nicht, wer das war. Aber der Millie erzähle ich es gleich. Ich kann euch das nicht erzählen. Das wäre zu eine große Story. Just ready. Wir rauchen jetzt. Und für alle, die unter 18 sind, das soll kein Ansporn sein, ne? Also falls ihr noch nicht feurig seid, dann raucht keine Shisha. Wir sind wieder drin. Unsere Füße sind abgefroren. Wir chillen jetzt noch ein bisschen. Um 8 müssen wir da sein. Wir haben 7:30. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir wollten ja eigentlich TikToks machen, ne? Aber Motivation ist irgendwie nicht so da. Bei dir? Ja, okay, vielleicht machen wir gleich noch ein paar TikToks, dass wir wenigstens ein bisschen produktiv waren. Müssen wir uns mal Sounds und sowas raussuchen. Benutzt ihr eigentlich noch regelmäßig TikTok? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich war gerade auf TikTok unterwegs, weil wir wollen ja gleich TikToks machen. Ich habe was gesucht. Da war ein Mädchen, die hat so einen TikTok gemacht, wo überall stand, ich, wie ich meinen Freunden und meiner Familie meinen Crush zeige. Und die dann alle sagen, i, eklig oder i, der passt nicht zu dir. Und dann kam so ein Sound und sie dann so, I don't care what they say, I'm in love with you. Also es ist ihr egal, was sie darüber denken oder sagen. Und jemand hat in den Kommentaren geschrieben, man sagt dann immer, in echt sieht er besser aus. Und das habe ich schon so oft gemacht. Kennst du das? Ja. Man sagt dann so zu seinem, oh mein Handy. Man sagt dann so, ja nee, in echt sieht er aber besser aus. Warum rechtfertigt man sich überhaupt? Kann ja eigentlich den anderen scheißegal sein. Ich musste das mit euch teilen. Und meine Story hat nicht gepostet. Ich habe sogar auf Snapchat gepostet. Alter, weißt du, wer meine Snapchat-Story wieder gesehen hat? Ja, Man ist so behinderte Menschen, ey. Also den Namen cutte ich raus, aber... Den Namen cutte ich raus. Glaubt ihr, dass ich meine Erkältung nicht loswerde? Fuck mich gleich ab. Wir haben gerade einen TikTok-Tanz gemacht. Ja, eigentlich waren wir relativ schnell, weil eigentlich dauert das echt immer eine Weile, aber das ging. Okay, der ist auch nicht so schwer, aber... Könnt ihr auf TikTok abchecken, wenn das Video hier online ist, ist der Tanz auch online. Hast du mir das auf TikTok geschickt? Ja. Machen wir jetzt noch für meinen Account, weil wenn man das auf einem Handy macht und dann verschickt, dann ist das schwierig mit der Qualität. Deswegen machen wir das jetzt noch und dann fahren wir los. Jetzt endlich los. Ich habe meine Brille gerade sauber gemacht. Ich mache die immer mit Glasreiniger und Zewa sauber. Gibt es da noch irgendjemanden, der eine Brille trägt, der das so macht? Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich habe richtig Hunger, freue mich aufs Essen. Wir gehen übrigens All You Can Eat essen und bin mal gespannt, ob wir zum Schluss kommen. Aber ich denke mal nicht. Ich tippe auf Chadi, der wird zum Schluss kommen. Aber wir werden sehen. Hey. Ach, das Chadi übrigens kommt Mili. Immer zu spät. Hallo. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die habe ich noch gar nicht gezeigt. Ups. Ist aber echt so, Chadi kommt wirklich immer zu spät. Geh du mal. So krass, wenn wir uns mit Chadi treffen, muss man eigentlich schon so 3 Stunden früher abmachen. Aber irgendwie machen wir das nie. Wir haben jetzt zum Beispiel 8 Uhr ausgemacht. Ich wette, der ist erst um 8:30 da. Eigentlich müssen wir sagen, ja Chadi, wir treffen uns um 6, damit der dann auch pünktlich ist. Aber wir werden es sehen. Wir zwei sind jetzt auf dem Weg. Eben hat uns erstmal so eine Frau gelotst. Die stand so da unten und sie winkt uns so, dass wir ihr hinterherfahren sollen. Und da oben war dann Parkplatz, Gott sei Dank. So was braucht man immer. Ist so. Die anderen sind schon da. Also nicht alle. Chadi ist natürlich nicht da, wie ich es euch gesagt habe. Der hat schon angekündigt, dass er 10 Minuten spät kommt. Ach du Scheiße, ganz schön viele Leute, die mich gerade anschauen. Und Felix und Chadi sind, glaube ich, schon da. Hallo! 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 Hallo!
Nochmal alles Gute. War das Spring. Du hast dich ja voll schick gemacht. Ich immer das Kleid. Tati hat sich einfach richtig schick gemacht und wir zwei so. Wir sind wie so Pinner da. Ja, so. Sie ist so mit Kleidchen. Sie hat nicht mal eine Brille. Und Löckchen. Und keine Brille. Hi. Tadi nimmt Essen gehen richtig wörtlich, ey. Richtig schick. Hallo, Mann. Einmal kann man sich doch fertig machen, wenn man die ganze Zeit am Arbeiten ist. Aber du hast halt nicht ernsthaft so die Kuschelsocken drunter, oder? Doch, hallo, weil die Muschel wieder zu klein. Das ist Geburtstagskind. Komm, wir gehen rein. Ja, Charlie ist nicht da, wie ich es euch gesagt habe. Ich bin schon am Tisch und ich habe jetzt einfach die Kamera genommen und will einfach mal ein bisschen reden. Ich weiß nichts davon. Genau. Ich warte, bis sie kommt. Ich habe mein Essen schon geholt. Wir fooden jetzt. Wir warten noch auf Felix und Charlie. Und dann geht's rund. Achso. Übrigens haben Miggy, diese junge Dame hier, und Tadi einen YouTube-Kanal jetzt zusammen. Verlinkt ihn euch bei der Infobox. Wir drehen am Dienstag ihr erstes Video. Könnt ihr mal vorbeischauen, falls ihr wollt. Fischi, 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 Fischi. Ah, ich hab Angst vor denen. Leute, nee. Wir haben uns gerade erstmal dick fett blamiert. Charlie wollte unbedingt die Fische ärgern, hat seine Hand die ganze Zeit so über die gehalten und die sind so zutraulich, dass sie auf einmal alle ganz nah kamen, ihren Mund aufgemacht haben und der eine wollte aus dem Wasser springen. Und dann haben wir geschrien, ich saß fast auf Millis Schoß und alle haben uns angeguckt. Also blamiert haben wir uns schon mal. Super. Wir haben Glückskekse. Okay. Ich hab eben eine negative. Let go. Glückskekse kann man negativ machen. Mir ist richtig schlecht. Wer macht zuerst auf? Was machen wir denn? Hauen wir die Kaffee oder frischen wir einfach auf? Man bricht die auf. Ja. Also ich hab meinen schon. Wo ist meine Keule? Also, ab geht's. Ich krieg den Keks nicht mal rein. Erst essen oder erst lesen? Erst lesen. Also. Gib es zu. Okay, fang an, Tati. Ah, ich hab meinen kaputt gemacht. Eine, ich lese das jetzt anders. Leute, ich bin dran. Eine kleine Überraschung. Zusammen. Eine kleine Überraschung erwartet sie. Geil. Bei mir steht, sei freundlich zu unfreundlichen Menschen, sie brauchen es am meisten. Bei mir steht, Glück ist Ordnung in der Seele. Ja, das war's. Gebe jeden Tag für deine Sorgen eine halbe Stunde zurück und in dieser Zeit mach ein Nickerchen. Ich hab's verändert. Steht das nicht? Ja. Bitte helfen Sie mir, ich bin eigentlich schmecken in einer Kekskabine. Nein. Es erwartet sie eine Reise. Echt? Oha. Ja, ich erwarte erst zwei. Das stand bei mir letztens auch. Bei mir? Nein, bei mir. Das habe ich doch in meiner Story gepostet gehabt. So. Okay. Essen, Sisi? Nee, nicht schlecht. Ich bin jetzt zu Hause, also ich bin schon ein bisschen länger jetzt at home. Um 22:16 Uhr oder so war ich hier, bin schnell aus dem Auto rausgesprungen und ab nach Hause, weil Dschungelcamp ja aktuell läuft und ich feiere das übel. Ja, außerdem musste ich mich beeilen, weil mein Papa das Auto noch braucht. Und jetzt bin ich hier und ich muss auch noch mein Video schneiden, also dieses Video. Gerade erstmal eine Storytime gepostet auf Insta. Falls ihr mir übrigens nicht auf Insta folgt, würde ich mich super freuen, wenn ihr das macht. Ich bin gerade extrem aktiv in meiner Story, lade wirklich jeden Tag Storys hoch, nehme euch durch meinen Alltag mit und versuche sehr aktiv zu sein. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das Dschungelcamp guckt oder ob euch das zu cringe ist. Also ich gucke es gerne, ich gucke es schon immer, schon seit ich klein bin. Ich habe es damals immer mit Freunden geguckt, wir haben dann telefoniert währenddessen und so. Also ich gucke es wirklich schon immer. Und ich muss sagen, ich finde diese Staffel echt interessant, weil da viele Leute dabei sind, die ich mir gerne angucke und von denen ich gerne mehr wissen möchte. Genau. Wenn ihr Bock habt, könnten wir das ja auch mal so machen die Woche, dass ich dann live gehe, während der Dschungel läuft oder so. Oder ich ein komplettes Video mache, wie ich mit meiner Schwester zusammen das Dschungelcamp gucke und wir das so unsere Meinungen sagen, von wem wir was halten. Falls ihr Lust habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir sagt, was ihr davon haltet. Ich sag gerade so, ich krieg da keine Luft mit meinem Helm auf dem Kopf. Wer atmest du durch den Kopf oder was? Oh Mann, ich meine, das sind ja schon irgendwie Ausnahmesituationen, diese Prüfungen. Und man kann sich das nur nicht vorstellen. Man denkt immer, oh ja, man macht, würde es besser machen, wenn man in der Situation wäre. Aber ich glaube, das ist schwierig, wenn du so unter Druck stehst, dass du die Sterne brauchst, weil deine Kollegen und du was essen wollen und so. Aber ich finde, die stellen sich schon ein bisschen extrem an. Klar, ich habe auch Angst vor diesen Viechern, aber ich glaube, ich würde es durchziehen. Allein schon, weil ich gar keinen Bock drauf hätte, dass mich die Zuschauer wieder in die Prüfung wählen. I don't know. Habst du das Gefühl, dass diese Dani jetzt auf jeden Fall safe
öfter in die Prüfungen gewählt wird, weil es ja immer so, die heulen und Angst haben, werden dann immer wieder in die Prüfungen gewählt. Hey Leute, ich habe immer noch meine Jeanshose an. Was falsch mit mir? Oh Mann. Geplant. Morgen ist ja Sonntag. Ich ziehe mal schnell meine Hose um, ihr seht ja eh nichts. Ich habe geplant, meinen Kleiderschrank mal auszusortieren. Ich habe das ja erst mit euch gemacht zusammen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da muss noch mehr raus. Weil da ist so viel Zeug drin, was ich wirklich nicht trage. Und das fuckt mich ab. Ich habe gerade so Instagram-Stories durchgeguckt und ich habe mich dann so geärgert, weil mein Manager ist ja gerade auf dem World Club Dome. Also Mario und Marianne sind dort. Und ich habe das abgesagt, weil ich nicht wusste, ob ich bis dahin meinen Führerschein habe. Und dann dachte ich so, ja, komm, sag's denn lieber ab, weil vielleicht bist du dann mega gestresst und so. Ja, und wer ist dort? Apache. Und ich feiere den so, deswegen habe ich mich gerade so geärgert über meine eigene Dummheit. So, Cici ist jetzt im Chiller-Look, habe mich abgeschminkt, habe mich umgezogen und werde jetzt das Video schneiden, Dschungelcamp fertig schauen und dann schlafen gehen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, falls ihr öfter Vlogs wollt, wo ich euch mal mitnehme, wenn ich mich mit meinen Friends und so treffe. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bye! 'Cause I don't even want your love, nah, nah. Want your love, want your love.